Ein herzliches Willkommen zu LS22 hier beim Projekt Farmers Tagebuch. Ja, es geht weiter. Wir sind immer noch am Dienstagstream und ja, der Flo und der Malte sind dabei. Hi. Oh, schön, 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 schön. Ich höre gerade Radio und 1-0 für Deutschland. Die deutschen Damen führen 1-0. Europameisterschaft. Super, super Mädels. Wahnsinn, da geht ganz schön was rein, hey. Flo, wie viel gehen da insgesamt rein bei euch in der Molkerei? Muss ich mal kicken. Bin gerade am Fahren. Hinten rumfahren. Ja, geht. Oh, ich habe halt so ein dumpfes Gefühl, wie wenn später noch der Fuchsbach noch auftaucht. Eieiei, wenn der wieder kommt, dann ist wieder der ganze Tag am Arsch. Guten Morgen! Dieser Hupe. Malte, damit du wach wirst! Ich bin schon so wach. Hey, was war das? Hä? Schöner Pack. Malte? Kannst schon wieder Honig wegfahren. Ja, da muss ich da nochmal ran. Malte, wir hatten jetzt drei Fuhren, glaube ich, mit 32.000 Liter. Und eine Fuhr mit 2.861 noch. Ja. 2.696, 97, 98.200. Was waren das jetzt denn? Die Molkerei ist voll. Ja, war auch jetzt der Rest, was ich noch gehabt habe. Rechnet das mal bitte zusammen mit dem vom Bäckerei. Ja, moin.
Einfach mal den Baum verfolgen. Auch nicht schlecht. Alter, das kann's nicht sein, oder? Hä? Kann's das noch geben? Da Wahnsinn. Wohin damit? Ins Silo, ins Rote. Danke. So, schauen wir mal vor, ob die Lieferung schon da ist. Oh, wartest du mal, Alte? Ich rechne gerade was mit dem Taschenrechner. Alte, bist du der Chef oder bin ich das? Martin hat mich drum gebeten. Nee, der hat uns drum gebeten. Flo, einer musste mal bitte dann zusammenrechnen. Ich bin gerade dabei. Ja, Martin, das können wir machen, wenn wir mit der Schaft fertig sind. Willst du jetzt dein Holz außer haben oder willst du jetzt unbedingt wissen, wie viel das kostet? Gut, dann machen wir das später. Wir haben jetzt zu tun. Wir haben heute noch einen Zeitdruck. Wir müssen heute mit der Ernte beginnen. Und ich muss noch eine Tour Zucker rüberfahren. In die Molkerei. Und mal meine Zuckerfabrik leer machen. Damit wir mal Schokolade machen können. Ja, soll ich dir vielleicht den Zucker rüber transportieren? Jetzt wäre ich schon gerade dran. Wenn du jetzt Zeit und Lust darauf hast, dann fahr das bitte einmal zur Molkerei rüber. Ja, können wir machen. Nein! Boah! Oh, mein Herz! Hilfe! Wäre bald schief gegangen. Jetzt haben wir schnell den letzten Honig wegfahren und dann rüber zur Zuckerfabrik. Wo ist denn jetzt die gleich wieder da unten? Genau.
Da unten ist die, genau. Ah ja, waren wir letztes erst. Wahnsinn. Außerdem Martin. Ja? Hier? Beim nächsten Mal besprichst du solche Finanzzahlen bitte mit mir. Ich hab noch nichts ausgemacht. Nee, ich meine nur. Es war nett von Malte gemeint, aber... Das sind so Sachen, die gehen eigentlich nur mich was an und dich was an. Dann machen wir beide das. Gut. Aber dass er mir gesagt hat, wo die Ware hingehört, das hat schon gepasst, oder? Welche meinst du jetzt? Milch und Eier. Ja, sicher. Das ist ja egal. Wichtig ist halt eben solche Finanzzahlen und so weiter. Das geht nur mich was an und nicht was an. Alles klar, weiß ich Bescheid. Der Rest kann der gern machen. So, die war da unten, oder? Sind wir hier richtig? Bin ich jetzt hier richtig? Denk schon, oder? Ja, kommen wir hinten beim Dings raus. Eieieiei. Wow. Ja, moin. Das war mal das Map-Ende. Zur Seite, Leute, wir haben es eilig. Flo? Ja. Wenn ich hiermit fertig bin, kleine Idee, würde ich schon mal mit unserem großen Feld anfangen, mit dem Dreschen. Wenn für den Martin das okay ist, dass du dann den Drescher fährst, mir ist das egal. Aber bitte Bahnen von links nach rechts machen, ne? Außerdem werde ich gleich mal noch wegen Strohschwaden gucken. Ja, der Martin wollte noch irgendwas anderes mit dir besprechen. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nur noch gucken, nur mal gerade schnell noch gucken, was ich an Stroh noch bei mir habe. Malte, das bekommen wir dann alles hin. Es sind vielleicht mal 5 Minuten, was sich hier dreht.
Du wolltest das mit ihm, oh, was ich dir nicht beantworten kann. Was wir am Anfang besprochen haben, das mit den, Ja, das schon. Machen wir dann schon, das passt mit dem dann Teilen, schon. Mit dem Teilen, dass die Produktion wieder laufen und so. Ein schön gewachsenes Feld. Schön ist es geworden. Mir ist das egal, ich kann sonst auch abfahren. Nee, ich guck jetzt mal wegen Stroh, dann klären wir das mal Martin und dann kannst du von mir aus leuchten schon loslegen. Aber wie gesagt, Schwan von links nach rechts und nicht von oben nach unten. Malte, ein Kratzer, wenn dran ist, dann zahlst du es vom Privatkonto, wenn du wieder Geld hast. Irgendwie, wenn ich immer über die Bahnschienen fahren will, gehen immer die Schranken runter. Kann ich verstehen. Da würde ich auch runtergehen, wenn ich die Schranke wäre. Solange mein Traktor, mein Ladewagen heil bleibt, ist das eine andere Sache. Jo, wenn nicht wenigstens zu mir, dann werde ich in der Nacht- und Nebelaktion dann wieder schon ausbeulen. Floris war in die Molkerei, gell, der Zucker? War für die Molkerei. Weil dann können die da drin in die Hände spucken und loslegen. Und dann wird meine erste Schokolade produziert. Jetzt wird schon in die Hände gespuckt. Die Schokolade ist das Endprodukt. Ja. Eigentlich heißt das zwar, wir steigern das Bruttosozialprodukt, aber in dem Fall ist das Bruttosozialprodukt die Schokolade. Es soll auch doch zum Thema passen. Jo, natürlich. Ach komm. Ein Malte, wir machen das so. Du machst mit Strohablage und sparen Schwaden von links nach rechts. Okay? Also vom Feld 30, 31, 32, 33, 34. Okay. Schwaden von links nach rechts. Also kein drum Gewände. Nee. Okay. Einfach nur, du fängst auf dem Feld 30 links an, fährst da zwei Bahnen mit Strohablage hoch runter und dann von links nach rechts. Flo, bitte kommen. Ja. Die Molkerei ist voll, wo soll denn der Restzucker hin? Würde ich sagen, verkaufen. Alles klar. Bitte an den Höchstbietenden. Füllen wir nochmal auf.
Gucken wir mal. Ups, oder speichert. Okay, muss sein. Sehr gut, dass alle 10 Minuten Speicherintervall ist. So, schauen wir mal. Zucker, Zucker, Zucker. Big. Flo, andere Frage. Deine Bäckerei braucht die keinen Zucker? Die ist voll. Okay. Fast Food ist da. 975, 977. Oh, der Lenny, seine Pizzeria zahlt gut. 977. Ja. Soll ich dir sagen, warum? Martin? Weil wir da immer schön lecker zum Essen hingehen. Ja. Wenn die am meisten bezahlen, die machen so eine leckere Tomatensauce und dafür brauchen die den Zucker. Servan hat Zucker was in der Tomatensauce zum Suchen. Die machen auch selber Ketchup. Da machen sie den auch rein. Ja, natürlich, da brauchen wir Zucker, das stimmt schon. Was haben wir jetzt gemacht? Hilfe. Ich sag ja, irgendwann werde ich die gesamten Ortschaften beliefern. Ist da noch Gras? Ui, da hatte ich jetzt Glück. Hohoho, jetzt wäre bei mir bald die Schranke runtergegangen. Gerade noch Ding, Ding, Ding. Krass. Ja, so ist das auch immer bei mir. Jetzt hatte ich gerade richtiges Glück. Flo, pass mal kurz auf, ob der Geldeingang bei dir eingeht. Nein, geht zu mir, ich schick das rüber. Okay. Alter, fahr bitte hinter meiner Bahn weiter. 5794 plus 397. Ja, ich mache hier noch die Feinarbeiten kurz. 5000, 6000, 7000. 7000. Warum schicken sie das die Deppen zu mir, ey? Oder? Geld müsste überwiesen sein. Yep. Das gibt's doch nicht. Was ist mit den Bienen los? Das sind doch Turbobienen. Bienenstöcke habe ich denn überhaupt?
Viel zu viele wahrscheinlich, ja, viel zu viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. 19 Stück, ja, da ist schon klar, dass da was geht. 19 Imken. Du Flo, ich konnte deine Schwarten leider nicht machen, weil ich musste die anderen kleinen Dinger aufsammeln. Jo, alles gut. Pass auf, dann mach du das jetzt fertig. Und dann gucken wir, dass du dann gleich dann mit der Ernte anfängst. Okay? Alles gut. Okay. Malte, kannst du aber auch sein lassen, ich muss sowieso jetzt, ich bin eh fertig. Ich bin unterwegs. Hier ist so ein kleiner Raser unterwegs. Wir müssen, glaube ich, mal so einen Blitzer aufstellen oder die Polizei informieren. Du, pass auf, ich habe eine Sondergenehmigung. Gegensatz zu anderen Leuten. Flo, fährst du mit deinem LKW ab oder brauchen wir noch einen zweiten? Wir werden definitiv noch einen LKW brauchen. Alles klar, rück mit meinen an. Ja, aber liebe Leute, wie wir da jetzt und dann das Feld abernten und wie es hier weitergeht. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wie sagt der Kollege immer, lass dein Däumchen da und support ist kein Wort. Wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zur nächsten Folge bei Farmers Tagebuch. Tschüss.